Das große Publikum kennt die Kavallerieschule nur von den Erfolgen ihrer Turnier- und Rennreiter. Diese Erfolge bei großen internationalen Reiterkämpfen sind jedoch nur das Arbeitsergebnis einer einzigen Abteilung. Die Kavallerieschule hat nämlich eine ganze Anzahl Aufgaben auf den verschiedensten Gebieten des Kavalleristen zu lösen. Die wohl wichtigste Abteilung ist die Reitschule. Ihr Ziel ist die Ausbildung von Offizieren und Unteroffizieren aller Waffen im Reiten und zu Reitlehrern. Eine andere Abteilung ist die Fahrschule. Sie bildet Fahrlehrer für die bespannten Truppen aus. Eine weitere Abteilung umfasst den Vielseitigkeitsstall, den Schulstall und den Springstall. Dieser Abteilung gehört auch der Rennstall und der Jagdstall mit der Meute an. Donnerwetter, der hat sich aber rausgemacht. Herr Oberstleutnant, der hat Gänge, für den ist die Welt zu klein. Nummer 19. Ach, mein Lieber, da staunst du. Das ist die Morgengymnastik des Pferdes. Da werden die Muskeln locker und kräftig. Den gespannten Puckel kriegen wir dabei auch noch weg. Und das hier hast du auch noch nicht gesehen. Das ist der sogenannte Wiener Sattel. Dieser Sattel dient lediglich zur Erlernung des richtigen Sitzes. Denn der richtige, geschmeidige Sitz ist die Grundlage jeden Reitens. Morgen kommst du dran. Der Schulstall arbeitet nach den Grundsätzen der klassischen Dressur. Das Prinzip der klassischen Dressur besteht darin, dass man alle dem Pferde angeborenen edlen Bewegungen und natürlichen Gangarten so übt, dass sie der Reiter dem gehorsamen Pferd jederzeit abverlangen kann. Ronald, Sieger in der Dressurprüfung der Olympischen Spiele Berlin, in der Hand Otto Lörkes, der als Reitmeister der Kavallerieschule einen Teil der Olympiareiter ausbildet. Oskar Steensbeck, der zweite
82-jähriger Altmeister der Reitkunst, Reitmeister der Kavallerieschule auf seinem Schulpferd Gimpel. Ebenfalls ein Siegerpferd in den olympischen Dressurprüfungen Amsterdam und Berlin. Thank you.